Ganz schön aufregend, dieses neue Pokémon Go. Dieses Spiel funktioniert wie eine Schnitzeljagd. Mit Hilfe von GPS-Navigation und dem entsprechenden App kann die Suche nach virtuellen Monstern losgehen. An diesem Spiel gefällt mir, dass es Menschen in Bewegung bringt, an die frische Luft holt und auch zusammenführt. Doch Pokémon Go birgt auch seine Gefahren. Zum Beispiel kann es vom Straßenverkehr ablenken oder auch von der Arbeit. Und übrigens, es saugt den Akku deines Smartphones leer. Bei Pokémon Go geht es um das Sammeln von Monstern einer Scheinwelt. Ich möchte mich da lieber auf ein anderes Sammeln konzentrieren. Ich möchte die vielen Gelegenheiten suchen, die Gott mir jeden Tag schenkt. Dazu gehören für mich zum Beispiel die Chancen, Gutes zu tun. Dass ich in etwa den Menschen finde, der gerade mein offenes Ohr braucht. Oder dass ich den Menschen entdecke, dem es gerade mies geht und den ich helfen kann. Im Gegensatz zu Pokémon Go bezieht sich dieses Sammeln auf die Realität. Es ist für mich spannender und macht mir mehr Freude.